Okay, Testfahrt vor dem Ölwechsel. Öl muss ja warm sein. Ne? Der ruckelt. Da. Ich sammle jetzt praktisch Fehlermeldungen. Bei 4000 hat er eine Unterbrechung. Ich muss mal gleich mal gucken, ob das die Warnos ist. Irgendwas schaltet auf jeden Fall um und das nicht besonders gut. Also ich tippe mal Warnos. Hört mal bitte genau auf den Klang. Ich ziehe jetzt mal den zweiten Gang durch und lass den mal los. Wir ziehen jetzt mal den zweiten Gang hoch und dann lassen wir den los und erinnert euch mal ein bisschen an das Jaulen von einem Rückwärtsgang. Hört ihr das? Jaulen. Dritter. Auch irgendwie komisch. Das kann man definitiv schon mal sagen. Leistungsmäßig ist hier ja mal so überhaupt keiner zu Hause. Ne? So, fangen wir mal mit den angenehmen Sachen an. Was eine Plörre. Unglaublich. Das Getriebe im Schiebebetrieb hört sich an, im zweiten Gang wieder Rückwärtsgang. Nicht so laut, aber man hört dieses Heulen im Hintergrund. Mal spülen. Weil dieses leichte Tickern. Hm.
Ja, der läuft jetzt ganz in Ruhe 20 Minuten mit dem Zeug da drin. BMW sagt selber, dass die Lebensdauer ihrer Fahrzeuge bei 180.000 vorbei ist. Der hat jetzt 163.000 runter. Also wenn der Hersteller schon sagt, bei 180.000 ist Sense, würdet ihr bei 163.000 so ein Auto kaufen? Das ist immer so eine Frage, ne? Meint das der Hersteller ernst? Offensichtlich ja. In Bezug auf Kulanz und Schäden und lebenslange Ölfüllung. Also das Getriebe hört sich so an, als ob da mal neues Öl rein könnte. Ich kann mit so einem Auto nichts anfangen. Ich würde mir so ein Auto nicht kaufen. Ganz einfach. Ich traue dem Motor keine 5 Meter über den Weg. Zumal der leistungsmäßig überhaupt nichts drauf. Da kommt gar nichts. Ich kann mich erinnern, E30, 316i oder sowas in der Richtung, da hast du mit Spaß gehabt. 318iS oder sowas in der Richtung. So in der Leistungsspanne liegt der hier. Aber merkt schon, das ist ein richtig fettes Vieh, ne? Also vom Gewicht her. Leistungsmäßig ist da echt keiner zu Hause. Das ist beeindruckend wenig. Obwohl ich natürlich von Dieseln verwöhnt bin, ne? Also bevor ich mir einen Benziner kaufe, der so rumdreht und nichts bringt, ne, kaufe ich mir einen Turbodiesel, dann kommt wenigstens was. Kennfeld-Thermostat, Motoröldruckregelung. Hat nichts angezeigt. Werden wir gleich sehen mit dem neuen Öl. Fußraumöl. Und ja, er hat übrigens Startstopp. Ich befürchte, da ist das falsche Öl drin. Noch so ein Grund, warum ich mir so ein Auto nicht kaufen würde. Das hier. Das hier ist das erforderliche Öl für das Auto. LL12, hier war irgendwo eine Freigabe, warte mal. Ja, ist speziell für BMW und Mini und kostet mal eben kurz 95 Euro, der Kanister hier. Ja, herzlichen Kühlschrank. Also ich sehe keine großartigen Leistungseinbrüche bezüglich des Öldrucks. Lass den so durchlaufen, er ist in einem gewissen Level, läuft er. Hat keine Ausbrüche nach oben, keine Ausbrüche nach unten. Also ich dürfte auch nicht vergessen, der Motorölstand war auf Halt, ne? Gucken wir mal jetzt. Jetzt steht er auf Maximum mit der Spülung mit drin. Also das fehlte zumindest schon mal. Also ein Liter. Ja, ein halber. Wird übrigens gemessen nur während der Motor läuft, ne? Ne? Nicht, dass einer meint hier, ich hätte Falschwerte, weil der Motor läuft. Ne, ne, das ist bei dem nicht so. Also ich habe keine groben Ausreißer im Öldruck und ich habe jetzt den Motorölstand auf Maximum. Der Fehler war wieder da.
Aber das Öl, was da drin ist, ist definitiv kein 0W30. Das ist zu dick. 0W30 hat er als Vorgabe. Ich habe auch diesmal gelassen die empfohlenen Freigaben, sondern die Richtlinie. Ne? Das ist speziell wirklich das Öl für dieses Fahrzeug. Normalerweise sage ich ja bei älteren Dieseln oder sowas in der Richtung, okay, wenn es den Werten entspricht, rein mit dem Zeug, egal. Aber bei solchen Motoren keine Experimente. So, lassen wir den noch ein bisschen laufen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, eine saubere Ölwanne. Das reicht jetzt, glaube ich, auch mit Spülung. Wollen wir mal gleich mal gucken, was hier passiert. Was da für eine Suppe rauskommt. Ich bin jetzt schon begeistert. Vorsorglich. Ölablassschraube. Ja. Da ist es nicht. Das wird lustig. Das Tropfen da hinten ist übrigens die Klimaanlage, keine Panik. Sagt er ja, wenn das nicht Bekannte von Bekannten wären. Ne? Ja. Pechschwarzes Öl. Bei einem Benziner. Und stinkt wie eine Sau. Wie Sau. Das kommt jetzt gerade aus einem Benziner raus, ne? Fühlt sich auch entsprechend toll an. Okay, so richtig schmierfähig ist das nicht. Merkt ihr dieses Rattern zwischen deinen Fingern? Unter Druck? Hier ist kein Schmierfilm mehr. Das dürfte ich bei Öl nicht, also bei vernünftigen Öl nicht machen können. Hört ihr das? Ah, mal frisches Öl dabei tun. Steinalt. Diese Schlüssel hier sind ganz gut, wenn ihr euch nicht 1000 Adapter kaufen wollt. Das funktioniert. Mit der Zange bitte nicht dran, sonst macht ihr euch den Deckel kaputt. Der kostet auch wieder Geld. Hier wird rundherum einmal gedrückt und das ist super. Mal gucken, was die für 25 Newtonmeter halten. Wahnsinn! Ernsthaft mal 25 Newtonmeter angezogen. Ich bin begeistert. Normalerweise hängst du da mit 3 Mann dran. Ja, der Ölservice war mal länger her. Ne? Das wollen sie mir drunter unterhalten. Das Öl war komplett fertig. Ja, dass die dünne Suppe, die da reinkommt, 0W30, irgendwann verbraucht wird, ist okay. Kann man nachvollziehen. Aber man sieht, das ist ein guter Indikator, wie lange dieses Öl nicht mehr da rausgekommen ist. Ja, der Filter ist komplett ausgehärtet. Das ist der Filter, den ich da rausgeholt habe. Das ist der neue. Ne? Also nicht drüber unterhalten, wie viel Müll da drin ist. Immer darauf achten bei Filterkauf. Neue Ringe, ne? Für den Patronenträger. Ölfilter ist draußen. Gucken wir uns jetzt mal an.
dass schon irgendwas passiert ist. Seht ihr den Schlamm da drin? Ja, dann wollen wir mal eben nochmal mit dem Magneten da durch. Nicht, dass wir ein Stück Steuerkette oder was noch da rumschwimmen haben. Ja. Sauber. Mal gucken, ob wir da irgendwas drin haben. Ja, ich muss leider sagen, liebe Anna, das Auto kannst du mal zurückgeben, ne? Ja. War ein Versuch. Die Spülung war sicherlich ein Versuch wert. Ja, Metallpartikel ohne Ende. Testen wir nochmal. Machen wir jetzt mal richtig sauber. Wo ist mein Lappen? Verdammt. Ach da. So, das ist wieder sauber. Ich puste hier nochmal ab. Sicher. Ja, immer noch feine Partikel drin, alter Schwede. Mal gucken. Mal gucken, wenn wir was gefunden haben. Ja, seht ihr das oben drauf? Magnetischer Abrieb. Ja. Also meine Empfehlung ist, gebt das Auto zurück. Wie gesagt, den haben die gerade erst gekauft. So. So, mal gucken. Magnet noch mehr genug.
mal gucken. Ja, Späne. Und frag nicht nach Sonnenschein. Das ist für einen Motor, der 160.000 gelaufen hat, verdammt viel. Das ist das dritte Mal, dass ich die jetzt heraushole. Wenn wir den jetzt nochmal spülen würden, würden wahrscheinlich noch mehr rauskommen. Also von daher. Ja. Wartungsmangel. Motor platt. Könnte man jetzt noch mitfahren, klar, aber die Leuchte wird wieder auftauchen. Das bedeutet, das Ölpumpenmodul, die Steuerkette und so weiter, alles in der Richtung, haben ein massives Problem. Ja, dumm gelaufen. Und man sieht es am Öl, ne? Dass das Zeug fertig ist. Ja, so pechschwarz habe ich es nicht mal im Diesel drin. Das ist wirklich übel. Okay. Bis denn. So, da haben wir jetzt, ja, da kommt der Ölfilter jetzt rein, alles schön sauber, dass er auch schön vernünftig da reingeht. So, sehr fadenscheinig, aber soll wohl so sein. Okay. Der Ölzettel stimmt auch, irgendwas mit 4,25, ja. Habe ich sogar nochmal nachgelesen. Das sind 4,25. So, 4 sind drin. Hier wären quasi, ja gut, sagen wir hier. Kann man relativ einfach rausfinden. Hier ist ungefähr 500 Milliliter. Davon wieder die Hälfte. Haben wir die 2,5 sozusagen. Ne? Also da kann man sich relativ einfach merken. Bisschen noch. Passt genau. Gut. Menge ist auch drin, die rein soll, muss. Durchaus unpraktisch bei dem Auto, wir haben auch keinen Peilstab. So deutsch. Okay, der Öldruck ist jetzt schon wesentlich höher als vorher. Gucken wir gleich mal das im Video nochmal an. Oh ja.
schon mal langsam von der Rampe hier runter. So, und da gerade steht. Das Rasseln ist weg. Ich halte die Kamera jetzt nicht fest, aber ihr merkt dieses Ruckeln, dieses Aussetzen, ne? Ich mache da nichts dran. Öldruck ist auf jeden Fall wesentlich besser. 2000. Loslassen. Also wenn er ganz kalt ist, macht er das. Beim Abtouren. Reagiert auch schneller. Und scheint eine Obergrenze zu haben, die er auch einhält. Ist ja ein Öldruckregler drin. Sehr schlüssig. Und nicht mehr so viele Einbrüche. Ne? Vorher hatten wir wesentlich mehr Einbrüche im Leerlauf beim Öldruck. Sieht man hier vielleicht besser. Warum man das jetzt gemacht hat zum Beispiel, weiß ich überhaupt nicht. Sieht wesentlich besser aus. Auf jeden Fall. Reagiert sofort. Vorher war der wesentlich träger. Und danach hört das auch auf mit diesen Einbrüchen und mit diesem Rumgezappel. Ja, wesentlich stabiler. Ja, das Öl war komplett überaltert, war auch komplett zugesetzt. Wie gesagt, diese Direkteinspritzer haben unglaubliche Probleme mit Feinstaub. Dass davon natürlich auch was im Motor landet, ne? Siehe Abgasrückführung etc. Logisch. Ne? Deswegen 15.000 Kilometer Maximum, wirklich Maximum. Es gibt kein Longlife, das existiert nicht. Das ist nur ein Verkaufsgag. Motor ist auf 100%, ne? Dann wollen wir mal gucken. Den Rest habe ich ja nicht gemacht, ne? Also von daher, Bremsflüssigkeit, blöde Sache. Ne? Da gehen wir mal nicht dran, haben wir ja nicht gemacht. Also von daher, na, jetzt hat er Schub gekriegt vom Allerfeinsten und da ist die Kontrollleuchte. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das echt ist. So, und das stimmt. Na?
stürzt nicht ins Bodenlose oder sowas in der Richtung. Klar, das hört sich jetzt brüllend heiß, ne? Aber so, ist raus. So, einmal Motor aus. Ja, am Ende eine kurze Zusammenfassung. Das Öl, Katastrophe, ne? Wissen wir jetzt, Späne drin, etc. Kann ich auch gerne nochmal versuchen. Jetzt ist es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr abgesunken. Wir haben jetzt den nächsten Tag. Starker Magnet. Da. Ja. Das Fazit ist einfach, klar, ich habe den Ölwechsel jetzt gemacht. Die Meldung kommt wieder. Die Frage ist jetzt, was ist kaputt gegangen? Wenn man jetzt an den Fragmenten erkennen könnte, was wirklich kaputt ist. Ne? Also diese Späne müssen definitiv raus aus dem Motor, ne? Da sind wir uns einig. Die kommen irgendwo her. Meine persönliche Prognose ist die Kette. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Ja, ist nicht mein Auto. Kann ich mich auch nicht zu äußern, was man da jetzt großartig machen soll. Das müssen die Besitzer finden, wissen. Ja. Schon wieder haben wir magnetische Späne da drin, ne? Also, es wird nicht besser. Man sieht sie relativ deutlich, denke ich. Hier löst sich irgendwas auf. Zu altes Öl. Ja, zu altes Öl. Ne? Ja, Schmutzpartikel zwischen den Kettengliedern. Die reiben die auf. Kette wird länger. Schmutzpartikel bzw. abgeriebene Metallpartikel landen im Öl. Ist ein Teufelskreis, ne? Also lange wird der Wagen nicht mehr funktionieren. Er funktioniert jetzt wieder. Man kann hier und da wahrscheinlich auch die Ölleuchte ignorieren, weil der Öldruck ist ja trotzdem da. Meine Empfehlung, zurückgeben das Auto. Ganz einfach. Ne? Das war ein Schaden, der ist definitiv vorher da gewesen, weil das Öl ist nicht bei denen nicht gewechselt worden. Die haben den ja gerade erst gekauft. Ne? Sachmängelhaftung in dem Bezug. Das ist ein Sachmangel. Definitiv. Von privat gekauft heißt letztendlich gar nichts. Ne? Auch private Leute müssen dafür haften, wenn sie beschädigte Fahrzeuge weitergeben. Und der Schaden lag vor. Ne? Und wenn nach der Aussage der Besitzer des BMW, der Vorbesitzer, selber ein Autoschrauber ist, dann guckt man bitte einfach mal ins Öl. Und dann muss man einfach mal einsehen, okay, Mist gebaut, Geld, ich nehme das Auto zurück. Ne? Habe ich auch schon gemacht, ist nicht das Problem. Ja.
man steckt einfach nicht drin. Ne? Man steckt nicht in jedem Auto drin. Ich habe auch schon ein Auto zurückgenommen. Ne? Aber der Wagen hat definitiv lange keinen Ölwechsel gesehen. Das wird die Kette beschädigt haben, beziehungsweise zerstört haben. Wenn die so viel Krempel rausschmeißt, dann ist die durch. Er ruckelt. Jetzt tippen wir auf die Steuerzeiten. Ne? Er ruckelt und wie gesagt, das müsste jemand, der selber an Autos schraubt, also quasi fachkundig ist, müsste das festgestellt haben. Wenn er es nicht gemacht hat, ist es einfach, ja, verpasst. Ne? Pech gehabt. Wie gesagt, mir auch schon passiert, aber dann muss man einfach sagen, okay, hier ist das Geld, gibt das Auto wieder. Ne? Mache ich was anderes mit. Reparieren lohnt sich nicht bei dem Auto. Meiner Meinung nach. Der Schaden im Motor ist wesentlich höher als der Restwert. Man kriegt solche Autos so ab 2 aufwärts. Kein Witz. Ne? Die Dinger sind wirklich nicht besonders teuer, weil nicht besonders haltbar. Dieser Motor ist ja verrufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau aus dem Grund. Weil er nichts aushält. Gar nichts. Ne? Gut. Das ist ein Statement von mir. Also man kann mit dem Auto noch fahren, aber irgendwas sollte mit dem Auto passieren, beziehungsweise der Verkäufer sollte das Ding zurücknehmen. Ja, das ist definitiv ein Sachmangel, der vorlag. Gut. Dann machen wir erstmal Schicht im Schacht. Ich wünsche euch einen angenehmen weiteren Donnerstag und bis zum nächsten Mal.